Tischtennis war für mich eigentlich die einzige Sportart, die auch machbar ist für mich. Und ich habe auf Deutsch gesagt diese Glasknochenkrankheit. Und da muss ich halt sehen, dass ich immer sehr behutsam auch teilweise mit mir umgehe. Und ich habe auch schon früher, falls ich noch zu Hause mit meinem Bruder auf dem Küchentisch Tischtennis gespielt. Und es war dann so, dass ich irgendwann in den 80er Jahren im Fernsehen einmal gesehen habe, Tischtennis bei Olympischen Spielen. Und habe gedacht, das will ich auch mal machen. 1988 war ich in Südkorea, der Hauptstadt Seoul, und habe dort an den Paralympischen Spielen teilgenommen. Mein Partner, mit dem ich dort zusammen in einem Zweiermannschaftsteam gespielt habe, der war besser als ich, das muss ich unumwunden zugeben auch. Aber durch seine Stärke und meine Gleichmäßigkeit, würde ich das mal sagen, haben wir doch eventuell versucht, eine Medaille anzupeilen. Ist uns, ehrlich gesagt, nachher auch gelungen. Also früher, muss ich sagen, als ich die Medaille umgehängt bekommen habe und als ich sie dann hatte, und natürlich auch stolz war darauf, das ist aus der Frage auch dabei. Aber heute würde ich sagen, es ist eine Medaille und ein Stück. Und ehrlich gesagt, liegt bei mir irgendwo im Schrank. Heutzutage gibt es wichtigere Dinge. Mein Engagement deswegen ist auch im Rollstuhlsportverein gegeben, weil ich eben möchte, dass viele Menschen den Zugang zu Sport als eingeschränkte Menschen auch bekommen. Wenn wir alle ohne Beine auf die Welt gekommen wären, gäbe es keine Treppen. Mobilität ist natürlich das A und O für einen Rollstuhlfahrer. Ich muss sagen, es hat sich natürlich auch an dem öffentlichen Verkehr schon vieles getan. Aber als ich vor nahezu 40 Jahren meinen Führerschein machte, eröffnete sich mir eine ganz andere und neue Welt. Ich war gerade gestern auf einer Veranstaltung, da waren Eltern mit einem schwerbehinderten Kind. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, kommen Sie mit Ihrem Kind vorbei. Wir haben Kinder- und Jugendsport bei uns. Es ist wichtig. Und die Eltern waren so froh und dankbar, dass sie endlich mal Zugang zu etwas bekamen, was sie sonst nicht erfahren hätten dabei. Mich hat er damals eben auch dazu gebracht, überhaupt zum Turniersport irgendwie zu kommen, weil er einfach mich so lange gedrängt hat, bis ich nachgegeben habe, weil ich das ursprünglich gar nicht wollte. Aber sowas, das kann er einfach auch. Das bedeutet, dass niemand auf der Strecke bleibt und auch nicht der Schwächste bei uns hier im Verein. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wesentlicher Aspekt unserer Arbeit ist, ne? Mut zu machen, Menschen Mut zu machen, die möglicherweise ja an einem vielleicht sich gerade an einem Tief befinden in ihrem Leben, wo sie versuchen wieder rauszukommen, und da ist das natürlich sehr wertvoll, wenn einem jemand dann auch sehr glaubwürdig die nächsten Aspekte irgendwie aufzeigen kann. So. Also die kleinen Erfolge sind ja das Wichtige. Das große Erfolg am Olympischen Spiel, das muss ja nur nicht jeder erreichen. Aber es geht um die kleinen Erfolge, die jeder für sich verbuchen kann und an die sich jeder freut und auf die jeder stolz sein kann.